Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Video, das so auch schon angekündigt war und das ich dann jetzt hier auch in Angriff nehmen wollte. Und zwar die Vorstellung des Forums Hogwarts on Fire. Warum das Ganze mit Facecam? Das erste Video, das ich wirklich mit Facecam mache. Deshalb, weil ich habe das Ganze gestern schon mal versucht aufzunehmen, allerdings mit Fraps, was nicht ganz so gut funktioniert, weil Fraps ist für so Monitoraufnahmen irgendwie nicht so ganz geeignet. Und habe dann festgestellt, dass ich auch während dem Erklären hin und wieder mal wild am Gestikulieren war, ohne dass ihr das ja wirklich sehen konntet, weil das war ja einfach nur eine Monitoraufnahme. Und deswegen habe ich gedacht, wäre eine Facecam vielleicht ganz ratsam. Ich habe mir jetzt dieses Mal keine Notizen gemacht. Ich habe keinerlei Skript oder sowas, was ich hier abarbeite. Das ist einfach nur ein bisschen freie Schnauze. Dementsprechend kann das ein relativ langes Video werden, weil ich mir auch nicht wirklich zurechtgelegt habe, was ich wann, wie, wo vorstellen möchte. Ich würde aber sagen, ich fange einfach mal ganz vorne an. Ich würde euch das Ganze gerne zeigen, wie es aussieht, wenn man nicht eingeloggt ist. Das kann ich aber leider nicht, weil ich habe mein Passwort vergessen. Ich darf mich hier nicht mehr ausloggen. Ich bin ja hier, wie ich schon in meinem Vlog erwähnt habe, als junger Sirius Black, deshalb auch der Zusatz Marauders, angemeldet. Ich glaube aber, ich kann euch sogar zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn wir auf Registrieren gehen, sieht man hier ein Video. Und dieses Video zeigt tatsächlich relativ klein leider, aber ich weiß nicht, ob ich das in Vollbild machen kann. Kann ich das? Ich weiß halt nicht, ob ihr das dann noch seht, deswegen lasse ich das erstmal so. Hier kann man sehen, wie das Ganze aussieht, wenn ihr euch registrieren möchtet. Und dann steht hier oben da in der Ecke, sprich, es würde wahrscheinlich hier oben in der Ecke stehen, anmelden oder registrieren. Und hier in der Mitte seht ihr auch nochmal ganz groß jetzt registrieren. Also es ist eigentlich nicht zu übersehen, wie ihr euch registrieren könnt. Falls ihr einen Buchcharakter nehmen wollt, dann schreibt die Admins im besten Fall an, denn dafür ist meistens schon ein Account vorhanden. Als ich diejenigen angeschrieben habe, beziehungsweise mich registriert habe, wurde ich auf einmal von dem Admin angeschrieben und der hat mir gesagt, hier, hey, hör mal, sag mir doch, dass du Sirius Black machen möchtest. Für den gibt es schon einen Account. Deshalb haben die mir dann den Nutzernamen und das Passwort zugeschickt und dann konnte ich mich direkt anmelden. Gilt aber, glaube ich, nur für Buchcharaktere. Also, falls ihr irgendwie einen eigenen Charakter erfinden möchtet, gilt das nicht, dann müsst ihr euch natürlich vorher registrieren. Jetzt gehe ich nochmal kurz am Anfang in das Forum. Wenn ihr euch jetzt hier registriert haben solltet oder überhaupt erstmal auf diese Seite gekommen seid, ich nehme mal an, ihr wollt, wenn ihr euch nicht direkt registrieren wollt, könnt ihr euch ja auch erstmal eine Weile umschauen. Dann könnt ihr hier, soweit ich weiß, einige Sachen tatsächlich auch lesen. Oh, James Potter ist im Sekretariat. Hey, James ist online. Ihr könnt auf einige Sachen auch so zugreifen, wie zum Beispiel auf den Anfängerguide, ist ja klar. Dann könnt ihr hier Neuigkeiten lesen. Ihr könnt auf das Sekretariat, sorry, auch als Gast zugreifen. Ihr könnt euch auch als Gast anmelden. Ihr müsst nicht direkt ein Profil starten, sodass ihr hier wenigstens auch direkt mal eure Fragen und so weiter. Es tut mir leid, sobald ich scrolle, wird die Quali übrigens ziemlich mies. Ich hoffe, das gibt sich mit der Zeit wieder ein bisschen. Das ist halt OBS. Und als Gast könnt ihr hier dann auch natürlich Fragen stellen. Im besten Fall schreibt ihr alle Fragen, die ihr habt, erstmal ins Sekretariat rein, denn da gibt es ein Forum mit dem Titel Fragen und Probleme. Da könnt ihr sämtliche Fragen, die ihr habt, stellen. Da wird sich innerhalb von kürzester Zeit ein Admin melden, wird darauf antworten und wird euch dann alle Fragen, die ihr haben solltet, auch beantworten. Und ansonsten werde ich ja natürlich jetzt versuchen, euch das Ganze hier so gut wie möglich vorzustellen. Ich werde versuchen, das Ganze so ein bisschen parallel zu halten, euch gleichzeitig zu erklären, wie ihr bei einem Buchcharakter vorgehen müsst und zu erklären, wie ihr bei einem normalen ausgedachten Charakter vorgehen solltet im besten Fall. Und wenn ihr jetzt wirklich euch registrieren möchtet, dann müsst ihr hier einen Steckbrief anlegen. Ihr müsst euch quasi bewerben in dem Sinne und müsst einen Steckbrief schreiben über euren Charakter, um mit dem dann irgendwann im Play starten zu können. Aber bevor ihr wirklich starten könnt, müsst ihr halt diesen Steckbrief anlegen. Das findet ihr hier bei Bewirb dich und setzt den entsprechenden Hut auf. Das ist quasi so das Bewerbungsforum. Hier oben seht ihr noch die Karte der Rumtreiber mit Gesuchen. Gesuche sind Charaktere, die von uns bzw. von dem Forum noch gesucht werden. Hier zum Beispiel wichtige Buchcharaktere zur Marauderszeit gibt es momentan nicht. Da sind alle Stellen besetzt, wobei Peter Pettigrew vielleicht auch ganz schön wäre. Den haben wir nämlich noch nicht. Aber gut. Wichtige Buchcharaktere zu Harrys Schulzeit haben wir hier. Da sind noch sehr, sehr viele Charaktere gesucht, auch teilweise Hauptcharaktere, wie zum Beispiel Aberforth Dumbledore oder Rubeus Hagrid, Mundungus Fletcher,
Susan Bones, Hannah Abbott, Ernie McMillan sind jetzt eher so Nebencharaktere, sag ich mal. Terry Boot, Anthony Goldstein. Parvati und Padma Patil sind zum Beispiel auch noch gesucht. Dean Thomas, Seamus Finnegan und solche Charaktere. Hier gibt es noch eine zweite Seite, das heißt, hier sind viele, viele Charaktere zu Harrys Schulzeit noch frei. Wo mich das jetzt gerade hinführt, ist übrigens die Tatsache, dass es hier zwei verschiedene Zeitlinien gibt. Das Ganze hier ist ein Forum für Spieler ab 15 Jahren und es gibt auch einen gesonderten FSK 18-Bereich in jeder Zeitlinie. Das kann ich euch aber gleich auch nochmal gesondert zeigen. Es gibt, wie gesagt, zwei Zeitlinien. Einmal die Linie von 1996, sprich zu Harrys, ich glaube, fünftem Schuljahr oder sechstem, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Zeitlinie 1975. Das ist die Marauders-Zeit zu James Potters Schulzeit, beziehungsweise der Schulzeit der Marauders in dem fünften Schuljahr. Ne? So, hier habt ihr zum Beispiel dann, hier sind die In-Play-Foren, hier gibt es die magische Welt des In-Play Hogwarts on Fire, das ist die Harry Potter Zeitlinie. Hier drunter findet sich direkt die In-Play Marauders, das In-Play Marauders Forum zur Zeitlinie der Rumtreiber. Da könnt ihr dann zum Beispiel posten. Jetzt aber nochmal zurück zur Bewerbung. Wenn ihr jemanden gefunden habt, von dem ihr gerne einen Steckbrief anfertigen möchtet und mit dem ihr den Charakter gerne hier in dem Forum spielen möchtet, geht ihr auf Bewirb dich und setzt den entsprechenden Hut auf. Hier findet ihr jetzt Steckbriefe, die von anderen zum Beispiel schon angelegt wurden. Hier gibt es einen von Svenja Charlotte Point, wie auch immer. Nathan Eduardo ist zum Beispiel jemand, der sich für die Marauders-Zeit beworben hat oder bewerben möchte. Das sind dann zum Beispiel Steckbriefe, die sich noch in der Bearbeitung befinden. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz hier auf Neues Thema. Da müsst ihr dann nämlich auch drauf gehen. Und wenn ihr da drauf geht, landet ihr automatisch hier. Das hier ist das Bewerbungsforum sozusagen. Hier müsst ihr dann bei Titel auch direkt schon den Namen eures Charakters eintragen, im besten Fall. Wenn das jemand sein sollte, der zur Zeit der Marauders spielt, dann müsst ihr noch in Klammern Marauders dahinter schreiben, damit man das auch wirklich weiß. Dann geht es weiter mit Charaktername, Geburtsdatum, Alter, Wohnort und so weiter und so fort. Es ist eigentlich vieles selbsterklärend. Das meiste steht auch hier unten immer drunter. Da seht ihr dann, wann wurde der Charakter geboren, woher kommt dein Charakter, Vater, Mutter, Geschwister zum Beispiel, nenne den Namen deines Vaters, seinen Beruf, seine Gesinnung, böse, gut, neutral und beschreibe die Beziehung zwischen deinem Charakter und ihm, beziehungsweise ihr, wenn es um die Mutter geht und ihn nennen, wenn es um die Geschwister geht. War übrigens eine sehr interessante Geschichte, als ich meinen Steckbrief gemacht habe, denn zu Anfang des fünften Schuljahres ist ja gerade so die Zeit, wo Sirius von zu Hause abgehauen ist und dementsprechend ist die Beziehung zwischen Vater, Mutter und Geschwistern bzw. Bruder nicht mehr ganz so gut. War interessant, diesen Steckbrief zu schreiben, muss ich auf jeden Fall zugeben. Den könnte ich auch, by the way, vielleicht mal öffnen. Dann könnte ich da auch euch das Ganze mal zeigen, wie das dann im Endeffekt aussehen sollte, könnte, müsste im besten Fall. So, hier haben wir meinen Steckbrief. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Das ist die Endform eures Steckbriefes. Ich habe hier unglaublich viel geschrieben. Das liegt aber auch einfach daran, dass es ein Buchcharakter ist und es sehr, sehr viele Vorgaben gab, an die ich mich auch habe halten müssen, mehr oder weniger. Mir fällt gerade auf, ich habe den Beinamen von Sirius vergessen. Er heißt eigentlich Sirius Orion Black. Gut, ist keinem aufgefallen. So, das tragt ihr dann von eurem Vater, eurer Mutter und oder Geschwistern ein. Dann gibt es noch sonstige Verwandte. Ich habe da, glaube ich, hier Cousinen eingetragen. Andromeda, Narzissa und Bellatrix zum Beispiel. Ich habe hier meinen Onkel eingetragen, der Sirius finanziell unterstützt, nachdem er von zu Hause abgehauen ist. Und den Ur-Urgroßvater Phineas Nigellus Black, der damals Schulleiter von Hogwarts war. Ich dachte mir, der wäre vielleicht erwähnenswert. Deswegen habe ich den dann noch mit reingepackt. Und so könnt ihr das dann hier auch halten. Wenn ihr einen Buchcharakter nehmt, ist das natürlich mit ein bisschen Recherche verbunden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Seamus Finnegan nehmen wollt, dann solltet ihr euch vielleicht ein bisschen mit dem Charakter auseinandersetzen und solltet versuchen herauszufinden, wie waren seine Familienverhältnisse. Bei Neville Longbottom ist das zum Beispiel auch sehr interessant, weil seine Eltern ja von Bellatrix mit dem Cruciatusfluch angegriffen wurden und dementsprechend dann seitdem im Sankt Mungo leben, mehr oder weniger. Und ja, so könnt ihr das dann hier alles eintragen. Im besten Fall relativ ausführlich. Denn ich finde immer, je ausführlicher man den Steckbrief gestaltet, desto besser haben andere Mitspieler auch später die Möglichkeit,
solche Sachen, die Sie im Steckbrief, dem Steckbrief entnehmen konnten, im Inplay später noch weiter zu verwenden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine sehr ausführliche Charakterbeschreibung habt, dann können eure Spieler im späteren Verlauf auch nochmal auf eure speziellen Charakterzüge eingehen oder können die in ihre eigenen Plays mit einbauen. Finde ich sehr interessant, deswegen am besten das Ganze so ausführlich wie möglich gestalten. Dann geht's weiter mit Familienstand. Blutstatus ist natürlich sehr wichtig. Reinblut, Halbblut, muggelstämmig. Der Zauberstab. Aus welchem Holz ist euer Zauberstab? Welchen Kern hat er? Wie lang ist er? Und so weiter und so fort. Welche Sprachen sprechen eure Charaktere? Beziehungsweise spricht euer Charakter, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus einem anderen Land kommt? Wir haben ja hier auch Viktor Krumm dabei zum Beispiel. Der spricht dann natürlich auch Bulgarisch. Viktor Krumm kommt eigentlich aus Durmstrang, ist aber jetzt hier in London, sage ich mal, beziehungsweise in England, um auf Hogwarts seinen Abschluss nachzuholen. Fand ich auch eine sehr interessante Geschichte. Ihr könnt natürlich auch von anderen Schulen kommen und ihr müsst auch nicht nur Schüler nehmen. Ihr könnt auch, darauf komme ich auch später nochmal zu sprechen, ihr könnt auch erwachsene Zauberer nehmen oder zum Beispiel auch Kinder, die noch nicht auf Hogwarts sind. Aber das könnt ihr euch dann alles selber aussuchen. Also ihr seid nicht nur auf die Schule Hogwarts beschränkt, sondern ihr könnt euch auch in der gesamten magischen Welt ausbreiten und könnt das spielen, was euch dann wirklich am besten zusagt. Schule, genau. Welche Schule besucht dein Charakter? Da haben wir es ja schon. Ihr müsst nicht unbedingt auf Hogwarts sein. Ihr könnt, natürlich spielt das Ganze jetzt auf Hogwarts, deswegen sollte es im besten Fall dann auch Hogwarts sein auf der Schule, die Schule, auf der ihr seid. Ihr könnt aber auch von einer anderen Schule, wie gesagt, dazugekommen sein, wie Victor zum Beispiel. Dann kommt Gruppenzugehörigkeit. Seid ihr Schüler, Lehrer, Orden des Phönix, Hexe, Zauberer? Also es gibt auch rein Hexe, Zauberer. Es gibt auch Muggel, es gibt Squibs, es gibt Todesser. Wobei bei den Todessern muss ich zugeben, gibt es momentan einen Aufnahmestopp, weil wir einfach zu viele Todesser haben. Wir brauchen momentan Leute für den Orden des Phönix bzw. Dumbledores Armee oder Leute, die später zum Orden bzw. zu Dumbledores Armee dazugehören könnten. Deswegen momentan ist es ein Aufnahmestopp bei Todessern. Falls ihr also einen spielen wollt, versucht vielleicht erstmal mit einem anderen Charakter ins Spiel reinzukommen. Gut, Charakterbeschreibung. Welche Charakterzüge zeichnet dein Charakter aus? 5 bis 6 Sätze sollte man mindestens schreiben. Im besten Fall schreibt ihr natürlich mehr, wie ich gerade schon erwähnt habe. Je ausführlicher ihr es macht, desto besser kann man später auch im Inplay darauf eingehen und desto besser ist der Eindruck von Leuten, die diesen Steckbrief lesen. Die bekommen dann einfach ein bisschen einen Eindruck von eurem Charakter. Das hier ist ein bisschen knifflig, da habe ich ziemlich lange mit gehadert, weil ich da nicht wirklich viel gefunden habe, was ich da habe eintragen können. Ich habe auch teilweise ein bisschen improvisiert. Ihr braucht 5 Vorlieben, 5 Stärken, 5 Schwächen und 5 Abneigungen eures Charakters. Vorlieben können zum Beispiel auch Essen sein. Da hat Remus, glaube ich, zum Beispiel Schokolade eingetragen, weil er einfach ein totaler Freak von nach Schokolade ist und sowas. Und zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was ich da eingetragen habe. Kleinen Moment, ich gucke mal eben nach. Vorlieben, Freiheit, seine Freunde, Streiche und Albernheiten aller Art, Vollmondnächte, wobei nicht im romantischen Sinne gemeint. Und Quidditch sind die Vorlieben. Die Stärken sind Sinn für Gerechtigkeit, Treue, Entschlossenheit, Intelligenz und gewisse Führungsqualitäten, mehr oder weniger. Abneigungen, zum Beispiel dunkle Künste, Lernen, den Großteil seiner Familie, als Sirius natürlich, Langeweile und alleine nachzusitzen. Und Schwächen sind sein Übermut, seine Faulheit, seine Arroganz, seine schlechte Kritikfähigkeit und teilweise seine Gutgläubigkeit. So, das ist zum Beispiel das, was ich da eingetragen habe. Ich muss aber zugeben, bei der Gutmütigkeit ganz am Ende, bei den Schwächen musste ich schon ein bisschen hadern, weil mir ist einfach nur sehr wenig eingefallen, bei allem eigentlich. Und ihr müsst aber im besten Fall zu allen Punkten was geschrieben haben. Also ihr müsst jedes Feld wenigstens mit einem Wort oder so ausgefüllt haben, weil sonst könnt ihr den Steckbrief am Ende nicht abschicken. Gut, Besonderheiten. Hast du etwas Besonderes? Bist du Metamorph Magus, Animagus etc.? Also ich habe dann natürlich eingetragen, dass ich ein Animagus bin, logischerweise. Und habe ich da sonst noch irgendwas? Sirius ist ein nicht registrierter Animagus. Ach genau, er ist der erste und einzige in der langen Familiengeschichte der Blacks, der nicht in das Haus Slytherin, sondern nach Gryffindor gekommen ist. Sowas zum Beispiel kann man dann da auch reinschreiben. Wenn ihr eigene Charaktere habt, denkt euch natürlich gerne was aus. Da kann man dann natürlich noch ein bisschen mehr improvisieren, kann noch mehr Freiheiten, die man da dann eintragen kann. Ja, sowas zum Beispiel kann man dann da mit eintragen. Und dann kommt hier noch: Beherrschst du wortlose Magie, beherrschst du den Todesfluch, Cruciatus Imperius, Orklomantik, Legilimantik, Metamorph-Magie oder seid ihr eine Wähler? Falls da bei irgendetwas Ja zutreffen sollte, sei es jetzt bei wortloser Magie oder den unverzeihlichen Flüchen oder sonst was,
müsst ihr immer dazu angeben, wie ihr das gelernt habt und wann ihr das gelernt habt. Denn das sind Dinge, die kann man nicht einfach so aus einem Buch lernen. Das sind Sachen, die muss man wirklich von jemandem speziell gelernt haben. Beziehungsweise, ja, man muss zumindest kurz erwähnen, wann man das erste Mal eingesetzt hat und von wem man das gelernt hat. Deshalb, ne? Denkt daran, wenn ihr hier irgendwo Ja angeben solltet, bei einem eigenen Charakter wohlgemerkt. Animagi erklärt sich von selbst. Bei Vampir dasselbe, erklärt, wie ihr zum Vampir geworden seid, wie kam es dazu und hier dann noch so Sachen wie, wie kamst du mit dem Blutdurst zurecht und wie gehst du mit Tageslicht um und so weiter und so fort. Also bei Vampiren gibt es aber auch eine ganz spezielle Regelung, soweit ich weiß. Ist natürlich dann ein bisschen schwieriger umzusetzen. Bei Werwolf genau dasselbe. Ich meine, gut, Remus ist jetzt von Anfang an Werwolf gewesen. Wenn ihr aber jemanden spielen wollt, der zum Beispiel während des Plays irgendwann zum Werwolf wird, was durchaus auch möglich ist, denn wir haben auch ein paar Werwölfe bei uns unter den normalen Zauberern und Hexen, soweit ich das verstanden habe, beziehungsweise soweit ich das mitbekommen habe, dann könnt ihr das auch. Aber bei Werwolf gilt dasselbe wie bei Vampir, es gibt da so ein paar spezielle Sonderregelungen sozusagen. Hier dann nochmal Paselmund, könnt ihr Testrale sehen, seid ihr Seher oder habt ihr irgendwelche seherischen Fähigkeiten? Seid ihr Vertrauensschüler, spielt ihr im Quidditch, seid ihr in Dumbledores Armee? Die gab es in der Marauders Zeit übrigens noch nicht, nur so by the way. Dann sonstiges, falls ihr da noch irgendwas eintragen wollt, habe ich glaube ich aber nicht gemacht. Und dann kommt das umfangreichste eures gesamten Steckbriefs, nämlich euer Lebenslauf. Wenn ihr jetzt einen Erwachsenen spielen wollt, habt ihr dann natürlich noch mehr einzutragen, als wenn ihr nur einen Schüler spielen wollt. Hier kommt nämlich Lebenslauf der Kindheit, sprich vor der Schulzeit. Da kommen dann so Sachen wie, wie ist es abgelaufen, dass ihr das erste Mal gemerkt habt, dass ihr magische Fähigkeiten habt? Wie hat sich das erste Mal gezeigt? Wie ist eure Familie damit umgegangen? Wenn ihr muggelstämmig seid, muss man natürlich auch dazu schreiben, wie sind eure Eltern damit umgegangen? Dann überhaupt, wie ist eure Kindheit so abgelaufen? Gab es irgendwas Besonderes, was da vorgefallen ist, etc. etc. Danach kommt Lebenslauf der Schulzeit, sprich die Jahre, die ihr dann jetzt schon in der Schule verbracht habt, wenn ihr jetzt zur Harrys Schulzeit zum Beispiel einen Schüler machen wollt, dann müsstet ihr da auch die ganzen Sachen aufzählen, die während der Schulzeit schon passiert sind, wie jetzt zum Beispiel Kammer des Schreckens, das Trimagische Turnier und solche Sachen müsst ihr dann natürlich auch mit beachten und müsst dann im besten Fall auch aufschreiben, wie ihr das Ganze erlebt habt und was ihr da so mitbekommen habt, mitgemacht habt. Und falls ihr einen Erwachsenen spielen wollt, müsst ihr natürlich den Lebenslauf als Erwachsenen auch noch hinzufügen. Was ist nach der Schulzeit passiert? Wofür habt ihr euch entschieden? Welchen Lebensweg habt ihr gewählt? Was habt ihr danach so gemacht? Und so weiter und so fort. Das muss dann natürlich auch alles einen stimmigen Zusammenschluss haben. Das heißt, es ist relativ komplex, wenn man sich hier wirklich bewerben und anmelden möchte, aber es lohnt sich. Und wie gesagt, je ausführlicher ihr es macht, desto interessanter wird euer Charakter am Ende. Hier kommt eine kurze Schreibprobe rein, gilt aber hauptsächlich für Buchcharaktere beziehungsweise für solche, die gerne einen Buchcharakter oder ein Charaktergesuch von jemandem machen möchten. Sollte Minimum 1000 Zeichen sein, das sind ungefähr 3 Zeilen, kann aber auch ruhig mehr als 3 Zeilen sein. Wie gesagt, hauptsächlich für solche, die Buchcharaktere machen. Aber falls ihr noch nie in einem RPG mitgemacht habt, wäre es hier, glaube ich, ganz gut, wenn ihr eine kurze Schreibprobe da reinmacht, um auch zu zeigen, ob ihr wirklich eine Vorstellung davon habt, was RPG wirklich ist. Es gibt auch hier irgendwie 2 Varianten, die man schreiben kann. Es gibt die Ich-Form, dass ihr euren Charakter einfach immer mit Ich ansprecht, sozusagen. Ich mache das, glaube ich, immer, dass ich einfach aus der Ich-Form herausschreibe. Andere schreiben das aus der Third-Person-Sicht. Remus macht das zum Beispiel auch, dass er dann schreibt, Remus dachte, Remus sagte, Remus machte, so und so. Finde ich nicht so dolle, wenn ich ehrlich bin. Ich mag diese Ich-Form einfach lieber eher, einfach weil ich mich dann mehr so in den Charakter hineinversetzen kann und mich mehr da reinfühlen kann, wenn ich ehrlich bin. Deshalb, ja, mache ich das so. Ihr könnt aber natürlich selber entscheiden, wie ihr schreibt und was ihr schreibt. Dann eure Avatar-Person, sprich die Person, die auf eurem Bild zu sehen ist, sollte hier kurz vermerkt sein. Ihr müsst auch ein bisschen aufpassen, ob ihr wirklich die Rechte an den Bildern habt, die ihr hier als Avatar-Bild nehmen wollt. Das ist so ein bisschen tricky manchmal. Dann, wenn ihr weitere Charaktere habt, ihr könnt natürlich nicht nur einen Charakter machen, ihr könnt 2, 3, 4, 20, 100 machen, wenn ihr möchtet. Ich zum Beispiel habe momentan erstmal nur einen, weil ich mit meinem Sirius in der Marauders-Zeit relativ zufrieden bin. Mir wurde auch gesagt, dass, wenn man in der anderen Zeitlinie so ein bisschen mitliest, man meistens so ein bisschen Lust dazu bekommt, vielleicht auch einen Charakter aus der anderen Zeitlinie zu machen. Hatte ich jetzt nicht so. Den älteren Sirius gibt es da ja leider nicht mehr, weil es ja das 6. Schuljahr von Hogwarts ist. Stimmt, es ist das 6. Schuljahr von Hogwarts. Siehst du?
Ja, und dementsprechend ist Sirius leider schon tot, sonst hätte ich den natürlich übernommen. Aber doof. Gut, falls ihr weitere Charaktere haben solltet, müsstet ihr die hier kurz vermerken. Falls nicht, lasst es einfach weg. Alter und Geburtsdatum des Spielers ist ganz interessant zu wissen, damit die Leute auch wissen, wie alt ihr ungefähr seid, beziehungsweise vielleicht, damit sie euch einen Geburtstagsgruß schicken können, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr da euer Alter und euer Geburtsdatum dann eingeben, dann welche Gesuch es war, ob es ein Buchcharakter ist, den ihr macht, ob es ein User-Gesuch war. Es gibt zum Beispiel auch Blaze Savini sucht momentan seine Familie sozusagen, dass dann Leute dazukommen, die halt Familienmitglieder von ihm dann spielen. Und wenn das der Fall sein sollte und ihr so jemanden übernehmen möchtet, dann schreibt ihr hier dann User-Gesuch hin, das ist da drunter direkt. Oder wenn es ein eigener Charakter ist, dann natürlich eigener Charakter. Und am Ende noch eine freiwillige Angabe, wie habt ihr denn dieses Forum überhaupt gefunden? Da könntet ihr in diesem Fall vielleicht mich angeben. Eventuell. Dann klickt ihr auf Absenden und seid fertig. Ihr müsst das Ganze nicht an einem Tag fertig machen. Ihr habt im Endeffekt 7 Tage Zeit, das Ganze auszuarbeiten, das Ganze nochmal zu überarbeiten und vielleicht zu recherchieren. Ihr könnt das Ganze aber vorab schon mal absenden und könnt es im Nachhinein dann nochmal editieren. Es wäre nur ganz gut, wenn ihr dann, wenn ihr das Ganze abgesendet habt, dann wird das halt hier erscheinen, so wie zum Beispiel dieser Nathan Eduardo. Dann ist das hier sozusagen ein Thema. Gut, und das könnt ihr jederzeit im Nachhinein noch editieren. Und es wäre ganz gut, wenn ihr dann am Ende kurz unten unter euer Thema antworten würdet: Hier, ich bin jetzt fertig. Ihr könnt euch den Steckbrief jetzt ansehen und könnt nachgucken, ob das so in Ordnung ist. Das ist nämlich das, wie es weitergeht, wenn ihr euren Steckbrief hier abgeschickt habt. Fertig seid mit dem Ganzen, dann schreibt ihr das einmal ganz kurz darunter. Was wollte ich denn jetzt? Forum. Ich gehe mal kurz hier hin und suche mir mal einen. Hier landet dann nämlich im Endeffekt unter zugelassene Steckbriefe. Ich will euch nur mal ganz kurz was zeigen. Wenn ihr denn dann fertig seid mit eurem abgeschickten Steckbrief, das sieht dann im Endeffekt auch so aus und ihr könnt das dann immer noch im Endeffekt hier editieren irgendwo. Also hier jetzt nicht mehr, weil es ist unter zugelassene Steckbriefe schon. Wenn ihr dann fertig seid, wäre es ganz günstig, wenn ihr kurz drunter schreibt, hier müsst ihr jetzt endlich fertig sein und bla. Dann wissen die Admins, dass sie jetzt dann sich den Checkbrief angucken können und ihr müsst von 2 Admins im Endeffekt das sogenannte WOB kriegen. Das nennt sich dann Welcome on Board. Wenn 2 Admins euch das gegeben haben, dann werdet ihr freigeschaltet und seid in diesem Forum als aktiver Spieler mit eingetragen und könnt deshalb dann auch in eurer Zeitlinie im Inplay mitschreiben. So, wenn jetzt aber jemand von den Admins noch irgendwas an eurem Steckbrief auszusetzen hat, solltet ihr das im Endeffekt natürlich noch ändern. Das war bei mir zum Beispiel Severus Snape, wer hätte es gedacht? Es war eine sehr interessante Konversation, muss ich dazu sagen, weil Severus geschrieben hat: Ach, Black ist auch da, du fliegst bei mir schon aus Prinzip durch, mal den Stecki lest und so. Fand ich eine sehr interessante Konversation mit Snape. Ich hatte schon sowas im Gefühl, als ich gesehen habe, dass ein gewisser Severus Snape hier geantwortet hat. Sowas Unfaires aber auch. Lehrer sollten niemals voreingenommen sein. Dann kam eine Klappe Black. Ja, nee, ist klar. Gut, er hat dann zum Beispiel gesagt, ich habe geschrieben, dass ich annehmbare Noten hatte, was bei Sirius aber wirklich deutlich untertrieben ist, denn Sirius und James waren Jahrgangsbeste und das sogar mehrfach. Deswegen haben die durchaus sehr gute Noten gehabt. Und dann hat er halt bemängelt, dass ich Snape nur ganz knapp erwähnt habe und Lily zum Beispiel gar nicht. Das sind natürlich Personen, die mit Sirius Black durchaus viel zu tun hatten in der Marauders-Zeit und deshalb durchaus eine Erwähnung notwendig gewesen wäre. Habe ich dann im Endeffekt noch geändert. Habe dann auch geschrieben, ich wollte mit den Noten halt ein wenig bescheiden sein. Dann kam noch als Antwort: Tu nicht so, als wäre Bescheidenheit eine Tugend von dir. Wie gesagt, ich liebe diese Konversation. Ich fand es sehr gut. Habe dann von ihm das zweite WOB bekommen. Das erste habe ich von Bill, glaube ich, bekommen. Hier, genau. Zack. Und ja, damit war ich dann quasi im Forum drin. Snape hat sich die Mühe gemacht, mich freizuschalten. Vielen Dank nochmal dafür. Falls du das hier sehen solltest, glaube ich zwar nicht, aber was soll's. Genau, gut. Und dann ist euer Steckbrief im Endeffekt freigeschaltet, landet hier in der Kategorie zugelassene Steckbriefe und dann seid ihr quasi für das Play freigeschaltet. Falls ihr euch für Harry Potter beworben habt, seid ihr dann hier in diesem Forum, könnt ihr dann aktiv werden. Und falls ihr euch für die Marauders beworben habt, werdet ihr hier in dem Forum aktiv werden. Ihr könnt von der anderen Zeitlinie die Posts lesen, ihr könnt aber nichts schreiben. Ich könnte jetzt zum Beispiel die gesamten Posts, die hier von der Harry Potter Zeit
gemacht werden, könnte ich lesen. Ich könnte aber dazu natürlich nichts schreiben, weil ich nun mal ein Charakter aus einer anderen Zeitlinie bin. Und genauso funktioniert das andersrum. Jeder aus der Harry Potter-Zeit kann unsere Plays lesen, aus der Marauders-Zeit, kann aber dazu nichts schreiben. Und das ist dann natürlich, ja, so der einzige Manko. Da müsstet ihr dann natürlich, wenn ihr in der anderen Zeitlinie noch was schreiben wolltet, natürlich einen neuen Charakter machen, logischerweise. Und hier unten, das finde ich nochmal ganz interessant. Hier kann man zum Beispiel sehen, welche Benutzer gerade online sind. Ist in diesem Fall hier zum Beispiel sind aus der Marauders-Zeitlinie Remus und ich und Rhea McClancy online. Und aus der anderen dann noch solche Emilia, gibt es hier irgendwie mehrfach, keine Ahnung. Oliver Wood, Remus Lupin, Neville Longbottom und so weiter und so fort. Hier kann man zum Beispiel die Legende, finde ich ziemlich cool. Da kann man dann immer sehen, wozu die verschiedenen Menschen denn gehören. Hier sieht man zum Beispiel, Neville Longbottom ist ein Gryffindor. Wir, Remus und Sirius, sind Gryffindor zur Marauderszeit. Hier, Rhea ist eine Slytherin zur Marauderszeit. Remus Lupin ist ein Moderator. Wow. Und Oliver Wood ist ein Orden des Phönix-Mitglied. Hier gibt es zum Beispiel dann auch so Sachen wie, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir Team-Admin, Todesser, Lehrer, Slytherin, Lehrer Marauders gibt es lustigerweise irgendwie noch gar nicht. Hufflepuff Marauders, Phönix des Orden, Orden des Orden, Phönix, Orden des Phönix Marauders, Hexen und Zauberer Marauders, Hufflepuff, normale Hexen und Zauberer, Muggel und Squibs und so weiter und so fort. Hier unten müssen sich Benutzer dann immer abwesend melden, wenn sie länger als, ich sag mal jetzt eine Woche, nicht online sein können, aus welchen Gründen auch immer. Dann sollte man sich im besten Fall abwesend melden, denn es ist halt schon scheiße für jemanden, der die ganze Zeit auf eine Antwort im Play wartet und eigentlich gar nicht weiß, dass ihr nicht anwesend seid. So, ne? So, wenn ihr dann jetzt hier ein Play eröffnen möchtet, ich gehe mal auf ein anderes, auf ein vorhandenes Play schon, das wäre, glaube ich, sinnvoller. Dann gehe ich mal immer auf das Play, was ich momentan mit Remus führe. Nennt sich Like a Dagger in the Heart und spielt zum ersten Vollmond des neuen Schuljahres. Spielt am 19.01.1975. Er hat extra recherchiert, wann die erste Vollmondnacht ist. Finde ich süß. Es ist ein Sonntag. Der Ort ist der Gryffindor-Turm im Schlafsaal der Jungen. Fünftklässler wohlgemerkt. Die Uhrzeit ist ca. 8:30 Uhr morgens. Die Charaktere, die dabei sind, sind Sirius Black, James Potter und Remus Lupin. Im Normalfall wäre natürlich auch Peter Pettigrew dabei, aber da wir keinen haben, hat sich das erledigt. Und dann kann man noch angeben, ob der Einstieg für andere Player möglich ist. Hier in diesem Fall nein, denn es ist ein reines Play zwischen uns Marauders, weil wir auch darüber diskutieren, was wir in der ersten Vollmondnacht machen. Wir sind zum Beispiel jetzt gerade Animagi geworden und wollen Remus jetzt davon erzählen, dass wir das getan haben, um ihm in den Vollmondnächten Gesellschaft zu leisten. Und deswegen ist das halt ein sehr persönliches Play, wo jetzt keiner wirklich von außen reinplatzen sollte, weil das einfach auch nicht angebracht wäre. Da kann man noch angeben, dass der Einstieg durchaus für andere Player möglich ist. Da steht dann natürlich ein Ja oder nach Absprache. Nach Absprache ist dann auch möglich. Dann gibt man hier unten noch mal ganz kurz an, welche Handlung das Ganze hat, ob es eine Hauptplay oder Nebenplay ist, wobei ich die Regelung mit Haupt- und Nebenplay noch nicht so ganz verstanden habe. Hier zum Beispiel ist es der Tag vor der ersten Vollmondnacht im neuen Schuljahr. Wie immer bedeutet das für Remus eine Menge körperlichen und geistigen Stress. Seine Freunde stehen ihm bei. Auf eine ganz spezielle Art und Weise. Hier kann man dann zum Beispiel noch sagen, welches Play ging diesem voraus. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier im jungen Schlafsaal anfangen und entscheiden uns dann dafür, ja, komm, wir gehen mal raus auf die Ländereien, da kriegst du ein bisschen frische Luft, keine Ahnung. Dann kann man auf den Ländereien, wenn man da ein Play aufmacht, angeben, dass dieses Play dem Ganzen vorausgeht. Ja, dann kann man im Prinzip auch schon anfangen zu posten. Wir haben das Ganze hier jetzt schon seit mehreren Tagen oder sogar Wochen im Laufen und dann geht man einfach hier unten auf Antworten und kann dann eine Antwort verfassen. Man kann das auf mehrere Arten und Weisen machen. Es gibt viele, die machen das so, dass sie die wörtliche Rede einfärben. Das habe ich ganz am Anfang auch einmal gemacht. Wo ist es? Da. Am Anfang wird auch tatsächlich nicht sehr viel geredet. Das sind relativ lange Posts tatsächlich immer, weil das nicht einfach nur wörtliche Rede ist, sondern ihr beschreibt auch das gesamte Umfeld. Ihr beschreibt, wo ihr gerade seid, was ihr gerade tut, wie ihr euch gerade fühlt, solche Sachen. Ihr könnt ja kurz auf Pause machen, könnt euch das Ganze hier mal durchlesen, dann könnt ihr euch gleich auch meine Antwort darauf vielleicht noch durchlesen. Remus hat zum Beispiel am Anfang gar nichts gesagt, weil es ist mal einfach früh am Morgen, alle schlafen eigentlich noch und er ist halt wegen seiner Werwolfsgeschichte, wegen seinem total aufgewühlten Körper wach geworden. Ich bin dann der Erste, der tatsächlich was redet, indem ich einfach wach werde von dem ganzen Gekrusel von Remus und, weiß ich nicht, einem schlechten Traum, glaube ich, auch, hatte ich gesagt.
und frage dann, kannst du nicht mehr schlafen? So. Und das habe ich halt eingefärbt, das habe ich später auch nicht mehr gemacht und Remus hat das dann auch nicht gemacht. Er hat hier einfach dann in derselben Schriftart, wie er es halt immer geschrieben hat, hat er dann einfach weiter ganz normal geschrieben. Ich meine, die wörtliche Rede kann man ja auch nun mal mit Anführungszeichen dann sehr gut erkennen, ist ja auch an sich kein Problem. Und so haben wir das dann auch einfach weitergemacht. Es wird auch an sich nicht viel geredet, es wird einfach, wie gesagt, mehr beschrieben. Es werden natürlich auch sämtliche Gedankengänge, die ihr habt, beschrieben, was das Lesen durchaus auch um einiges interessanter macht, immer mal wieder. Wenn ihr in einem Play dran seid, beziehungsweise wenn ihr ein Play begonnen habt und ihr habt geantwortet und dann wird euch angezeigt, dass euer Mitspieler auch wieder geantwortet hat, dann wird euch das hier oben bei Benachrichtigungen in der Regel angezeigt. Das ist mir hier zum Beispiel, hat auf das Thema geantwortet. So, das wird mir dann da angezeigt. Hier in der Ecke unter dem kleinen Bildchen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wegen der Facecam sieht. So, da. Unter dem kleinen Bildchen steht auch nochmal, du bist im Spiel dran. Das sind jetzt sogar mehrere bei mir, wobei zwei mittlerweile schon nicht mehr aktiv sind. Aber da wird euch das auch nochmal angezeigt. Und dann könnt ihr hier, da müsst ihr nicht die ganze. Mein Gott, ich hab Schiss. Da müsst ihr hier nicht die ganze Zeit über dieses Hogwarts und in Hogwarts gibt es natürlich noch mal mehrere Orte. Hier gibt es dann Zaubertrankunterricht, Küche, es gibt die große Halle, die Eingangshalle, das Lehrerzimmer, die Klassenzimmer, den Krankenflügel, es gibt die verschiedenen Stockwerke und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch das alles nicht unbedingt raussuchen wollt, könnt ihr hier einfach auf das Play gehen, zack, dann öffnet sich eine neue Seite und ihr seid direkt da, wo ihr antworten könnt. Das ist natürlich dann ein bisschen schöner. Ich bin jetzt kurz am Überlegen, was ich euch noch erklären könnte. Es gibt natürlich in diesem Anfängerguide hier zum Beispiel auch die Werwolfs- und Vampirregeln. Das könntet ihr euch dann, müsstet ihr euch im besten Fall alles einmal durchlesen, wenn ihr denn einen Werwolf oder einen Vampir machen möchtet. Hier kommt man dann noch zu rund ums Inplay und da sind dann noch 100.000 Dinge, die ihr euch durchlesen könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Könnt ihr euch aber, wie gesagt, auch immer an die Admins wenden. Ihr könnt im Sekretariat jederzeit eure Fragen posten. Und die werden euch dann auch relativ schnell beantwortet. Hier findet ihr auch eine Reihe von Videos, die euch erklären, wie alles funktioniert. Hier zum Beispiel bei Wie erstelle ich einen Charakter gibt es auch extra ein Video dazu, wie ihr das Ganze machen könnt. Playlisten, was ist das? In-Play-Kalender, Galeonen verdienen. Hier oben findet ihr übrigens Gringotts. Da habe ich mittlerweile schon 405 Galeonen. Ich bin voll der Rich Boy so. Dann, wie verschicke ich private Nachrichten, Abwesenheitsliste, wie meldet man sich abwesend, wie kann man richtig zitieren und so weiter und so fort. Also alles, was ihr wissen müsst, rund ums Forum zum Beispiel auch, Zweitcharakterliste, Harry Potter Lexikon, wenn ihr irgendwas nachschlagen müsst, zum Beispiel, welchen Zauberstab hat jetzt Seamus Finnegan, aus welchem Material ist der, welchen Kern hat der und so weiter, dann könnt ihr das da dann auch nachschauen. Und wie gesagt, hier im Anfängerguide findet ihr eigentlich alles Wichtige, was ihr dazu braucht, um euch wirklich zurechtzufinden und anzumelden. Mein Gott, jetzt habe ich verdammt viel geredet. Ich will gar nicht wissen, wie lange dieses Video ist. Aber ich freue mich schon darauf, dass vielleicht der ein oder andere von euch noch hier dazukommen möchte. Wir planen übrigens ein Forentreffen im August nächsten Jahres, dummerweise genau einen Tag nach meinem Geburtstag. Schade, schade. Und 20 Plätze für das Forentreffen sind noch frei. Soweit ich weiß, wird das in Hessen stattfinden. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich muss mir das Ganze nochmal durchlesen. Hier steht es auch dabei, wir sind ein Rollenspiel zu Harry Potter ab 15 Jahren und spielen zu Anfang des sechsten Buches, beziehungsweise zu Marauders Zeit. Finde ich auch immer ein bisschen schade, wenn in gewissen Harry Potter Foren auf Facebook oder Gruppen auf Facebook Werbung für dieses RPG gemacht wird, wird immer nur von der Harry Potter Zeit gesprochen und nie von der Marauders Zeit. Ich wäre niemals darauf aufmerksam geworden, wenn nicht zufällig jemand gesagt hätte, dass hier gerade ein Sirius Black gesucht wird. Und ich bin mega zufrieden mit diesem Forum. Es macht mir unfassbar viel Spaß, hier zu posten, gerade auch mit Remus und James im Moment. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was hier noch so bei rumkommt. Und ich freue mich schon darauf, den einen oder anderen von euch dann eventuell hier in dem Forum mal antreffen zu können. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Wir bräuchten eventuell immer noch einen Peter Pettigrew. Ich weiß, er ist nicht unbedingt der tollste Charakter, aber vielleicht habt ihr ja Bock, so als Einstieg ins RPG, dann vielleicht so diesen kleinen ängstlichen Mitläufer, Peter, Wurmschwanz etc. zu spielen. Fände ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ansonsten, wie gesagt, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit eigene Charaktere ausdenken, die ihr dann hier ins Inplay mit reinschmeißen könnt. Ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt, einfach NPCs spielen. Es werden auch NPCs gesucht. Sprich zum Beispiel Viktor Krumm sucht, glaube ich, gerade seinen Großvater.
dass der mal gespielt wird. Die werden dann nur für ein oder zwei Plays gesucht, die dann so bestimmte Rollen übernehmen sollen. Und da könnt ihr dann gucken, ist das Ganze was für mich? So ähnlich wie NPCs bei LARPs. Oder NSCs sind das ja dann in diesem Fall. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Ich werde sie natürlich beantworten, gar keine Frage. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen zum RPG selber habt, was ist ein RPG, wie funktioniert das Ganze überhaupt, schreibt mir das auch. Ich antworte auch auf Facebook sehr gerne. Ihr könnt mir auch auf Facebook jederzeit schreiben. Da bin ich teilweise sogar noch einfacher zu erreichen als über YouTube. Deshalb schaut unten in die Videobeschreibung auf jeden Fall rein. Da sind alle wichtigen Links drin, die ihr finden könnt, müsst, solltet, die für euch wichtig sind. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns vielleicht irgendwann mal in diesem Forum. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!